Hallo Leute, heute zeige ich euch mal, wie ihr die Vollversion von Adobe bekommt. Und das Ganze auf Deutsch. Dazu geht ihr einfach hier in eurem Browser auf adobe.de. Danach geht ihr auf Produkte. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr wollt. Aber hier gibt es zum Beispiel Adobe Audition und was gibt es noch? Wo gibt es denn hier Photoshop? Ah, hier, nee, hier. Photoshop CS5 Extended. Gut. Dazu müsstet ihr euch bloß die Testversion runterladen. Das wäre dann hier testen. Und dann müsst ihr hier auf jetzt herunterladen gehen. Aber hier müsst ihr auch noch, müsst ihr mal hier lesen. Es gibt jetzt irgendwie so einen Download-Assistenten. Den habe ich auch drauf, der ist hier, Adobe Download Assistant. So sieht das Ganze aus. Da müsst ihr euch dann auch mit eurem Adobe-Konto einloggen. Dein Adobe-Konto könnt ihr hier irgendwo machen. Bei der Registrierung irgendwie müsst ihr euch dann registrieren. Und dann könnt ihr euch hier einloggen. Dann geht ihr hier einfach auf die Seite und geht dann hier auf jetzt herunterladen. Und dann müsst ihr euch nur noch halt einloggen. Das mache ich mal schnell. So, und wenn ihr dann eingeloggt seid, fragt ihr euch dann, wo ihr das speichern wollt. Ich speichere das einfach mal hier bei mir in meinem Ordner. Und das sind dann ungefähr knapp 1 GB. Ich brauche das aber nicht, deswegen stoppe ich das Ganze. Und dann halt, wenn ihr die Vollversion habt, und also die Testversion runtergeladen, das sind ja dann meistens schon die Vollversion. Die Testversion und dann ja. Müsst ihr halt nur die Setup-Exe öffnen. Dann dauert das ein bisschen. So, jetzt ist auch das Fenster schon da. Jetzt habt ihr hier das Fenster. Könnt ihr dann noch in der Sprache wählen. Dann geht ihr auf Akzeptieren. Und dann müsst ihr aber als Testversion installieren. Sprache wählen und dann auf Installieren gehen. Also das hier noch auswählen. Ich habe das aber schon drauf, deshalb. Also bei euch sind dann schon die Häkchen drinne. Dann geht ihr einfach auf Installieren. Wenn das dann installiert wurde, ist, müsst ihr dann bei dem Video, was ihr gerade guckt, in der Beschreibung, findet ihr einen Download-Link, wo diese beiden Sachen in einem Archiv gepackt worden ist und das ihr dann runterladen könnt. Wenn ihr das runtergeladen habt, öffnet ihr irgendwas von denen. Also die funktionieren, glaube ich, beide. Ich nehme immer die Ultimate-Version. Dann müsst ihr einfach hier auf Enter, also Eingabe, drücken. Dann sucht er sich die jeweiligen Versionen raus. Dann kopiert er irgendwelche Cracks oder was weiß ich, was er kopiert. Und dann war es das auch schon. Und dann ist sozusagen euer Programm eine Vollversion.
So, wenn ihr das befolgt, dann müsste es eigentlich funktionieren. So, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mich persönlich an. Und was weiß ich, keine Ahnung, hinterlasst einen Kanalkommentar, abonniert mich, fügt mich als Freund hinzu und jo. Viel Spaß und tschüss.